Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein ganz schnelles und einfaches Basic-Rezept. Ich glaube, so manchmal kommt dieser leckere Kuchen einfach nur in Vergessenheit. Dabei kann man ihn wirklich super schnell herstellen, vor allen Dingen auch selbst herstellen. Ich zeige euch nämlich, wie einfach das Ganze geht. Ich bereite das heute im Thermomix zu, aber man kann es natürlich in jeder anderen Küchenmaschine oder auch ganz einfach mit einem Handrührgerät zubereiten. Und ich habe mich heute für einen Mürbeteigboden entschieden. Den habe ich nämlich das Rezept von Oma und Opa aus Köln. Vielen lieben Dank, dass ich das filmen darf, denn der schmeckt wirklich absolut fantastisch. Ich habe es schon getestet und abgesehen davon gibt es das auch immer bei Oma und Opa, wenn wir hochfahren. Also ich kenne wirklich niemanden, der diesen Kuchen nicht mag. Den, also von klein bis groß, jeder mag den. Und ihr erwischt sogar die, die immer sagen, ich mag nichts Süßes, auch die Naschen von dem Kuchen. Also würde ich sagen, zeige ich euch schon mal die Zutaten. Für den Mürbeteig-Obstboden benötigen wir einmal 100 Gramm Mehl Typ 405, 1 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Speisestärke, ein Ei der Größe M, 100 Gramm Zucker, dann noch ein bisschen Vanilleextrakt und insgesamt noch zusätzlich 100 Gramm Margarine. Ich benutze im Übrigen immer Rama. Als allererstes geben wir schon mal Butter und Zucker in den Mixtopf und dann lassen wir das Ganze auf Stufe 4 für mindestens 4 Minuten verrühren. Schaut einfach immer von oben rein, falls sich zu viel am Rand absetzt, dann kurz anhalten, den Rand abschaben und weiter mixen. Wenn sich die Butter und der Zucker richtig schön verrührt haben, dann gebe ich von oben in der Deckelöffnung einfach unter Stufe 4 das Ei hinzu und ein bisschen Vanilleextrakt. Jetzt kommen einfach alle restlichen Zutaten hinzu und wir verrühren das Ganze auf Stufe 4 für wahrscheinlich so 30 Sekunden. Schaut einfach von oben rein, dass sich alles schön vermischt hat. Ein Tipp, den Backofen, den könnt ihr schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, bevor ihr mit allem angefangen habt. So habe ich das auch gemacht. Und jetzt pinseln wir unsere Obstbodenform schon mal ein. Wer keine Obstbodenform hat, der kann das Ganze natürlich auch einfach in einer Springform machen. Aber es ist schon ein bisschen vorteilhafter, wenn ihr die Form habt und die benutzt, da die nämlich, wenn man dann den Boden umdreht, hier so eine kleine Vertiefung hat, wo dann der Pudding und die Erdbeeren richtig gut drauf passen, ohne rauszufallen. Damit sich der Boden auch problemlos aus der Form lösen lässt, empfehle ich euch, die entweder mit reichlich Butter einzupinseln und dann nochmal ein bisschen Mehl oder Semmelbrösel drüber streuen, damit es aus der Form geht. Was man auch machen kann, ist, dass man dann hier unten auf dem Boden ein paar Mandelblättchen verteilt, wer das mag. Oder ihr verwendet einfach ein Backtrennmittel, das habe ich jetzt hier selbst hergestellt. Das ist ganz easy, da ist quasi Fett und Mehl in einem vermischt und die ist im Übrigen auch perfekt für die Stoneware geeignet. In der Viererkastenform, im Tobi oder in der Muffinform oder auch am Anfang zur Bildung von der Patina ist es einfach nur perfekt. Jetzt geben wir den Teig einfach nur in die Obstkuchenform, verstreichen den mit dem Streicher schön glatt und dann wandert das Ganze in die mittlere Einschubleiste in den Backofen für wahrscheinlich so 20 Minuten. Jetzt lassen wir den Kuchen einfach nur 10 Minuten in der Form abkühlen und dann stürzen wir es mit Hilfe eines Kuchengitters. So einfach und schnell haben wir ein tolles Basic-Rezept gezaubert, denn Obstkuchen passt ja eigentlich zu jeder Jahreszeit. Gerade jetzt zur Erdbeersaison würde ich jetzt eine leckere Puddingcreme dazu zubereiten und einfach mit Erdbeeren garnieren. Und wer Pudding nicht so mag, der kann zum Beispiel auch, es gibt auch von, ich glaube von Küchle, Saftstopp, dann kann man den Boden einfach damit schön einrieseln und dann das Obst drauf geben, damit man dafür sorgt, dass der Boden nicht nass wird oder durchweicht, eher gesagt.
Ich hoffe, das Basic-Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es mal aus oder schreibt mir, was euer Favorit ist, denn es gibt ja auch immer den Biskuitboden, Rührteigboden oder den Mürbeteigboden und ich muss sagen, von allen fand ich jetzt diesen Mürbeteigboden, obwohl es am Anfang ganz suspekt klang für mich, wirklich am leckersten. Probiert es einfach mal aus und schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das Rezept findet ihr wie immer auf crystals-delicious.de und ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag, denn da verrate ich euch noch, wie man eine leckere Vanillepuddingcreme für den Kuchen oder auch für andere Gebäckteilchen zaubern kann.